Wir sind knapp mit Stühlen. Dürfen wir uns zwei mitnehmen? Bitte. Einer Ich glaube, das wird nicht voll hier. So, 9:59 Uhr. Den Uhr, wir fangen an. Ja, einen schönen guten Morgen. Nochmal die Tür zu, sonst ist da gleich der Lüfter an und dann stört das. So, meine erste Lehrveranstaltung, Vorlesung, Praktikum hatte ich schon. Ja, schön, dass wir uns wiedersehen. Wintersemester, ich hoffe, wir sind gut reingekommen. Das Leben kriegt wieder Struktur. Ich finde das immer ganz schön. So, ich glaube, wir treffen uns hier für die theoretische Informatik, wenn ich das richtig im Kopf habe. Einige Gesichter kenne ich, alle weiß ich nicht. Darum stelle ich mich noch mal ganz kurz vor. Carsten Rüss ist mein Name, bin seit 25 Jahren Hochschullehrer, habe ich neulich festgestellt, seit 24 Jahren in Osnabrück. Hab die Professur für Medieninformatik und mache bei uns, heute Morgen hatte ich schon Praktikum Audio-Videotechnik und ansonsten mache ich im Sommer immer Algorithmen und im Winter mache ich immer theoretische Informatik. Genau, im Master mache ich noch ein bisschen was, sowohl bei uns in der Fakultät als auch in der WISO-Fakultät. Genau, und wenn ich nicht irgendwie hier bin, dann fahre ich gerne Fahrrad. Ne? Genau, und ich würde von euch ganz gerne ein bisschen was wissen. Genau, das lasse ich mal stehen. Das kann ich aber auch wechseln hier. Da muss ich einmal auf den Browser gehen. Dann kann ich die Fragen starten. Das präsentiere ich. Und dann.
Einmal ganz kurz da anmelden. Was nicht von extern sind. Auch welche dazugeschaltet, für die müsste das auch gehen. Sind hier 14 sind drin, dann passt das. Dann kann ich jetzt, glaube ich, wo muss ich drauf gehen? Die Fragen, die Fragen. Also sind voll hier. Genau, jetzt müsstet ihr die Frage sehen da, ne? Im Pass, klappt das? Ja. Genau, also typischerweise haben wir jetzt hier Medieninformatik und technische Informatik. Und Antworten, genau, sehe ich es, 11, 12, genau. Und es könnte ja durchaus sein, dass irgendjemand sagt, ach, ansonsten mache ich Maschinenbau, aber was da so in der theoretischen Informatik passiert, das interessiert mich halt auch. Das kann ich, glaube ich, hier draufklicken, da haben wir, irgendwo kann ich, glaube ich, auch die Zahlen sehen, wenn ich das richtig sehe. Richtig, gibt es nicht. Ja. Ein Drittel technische Informatik, zwei Drittel Medieninformatik. Dann die nächste Frage. In welchem Semester seid ihr denn? Angesiedelt ist die Veranstaltung ja im vierten Semester, aber gerne wird das ja auch älter belegt. Vielleicht ist das ja auch ganz gut, dass ich das jetzt hier anonym abfrage, ne? Wenn jemand sagt, ah, ich bin schon so weit. Ja, genau. Ja, bunt gemischt. C, fünfte Fachsemester, überwiegender Anteil. Jetzt will ich mal ganz kurz gucken hier, wie ich denn genau auch irgendwo die absoluten Zahlen sehen. Irgendwo konnte ich das mal. Geht das? Richtig, gibt es nicht. Nein, irgendwie. Wenn ich da draufklicke, auch nicht. Egal. Und dritte Frage. So, was fällt euch ein zur theoretischen Informatik? Ich glaube, jetzt könnt ihr irgendwie einen Text angeben. Auch da kann man jetzt hemmungslos reinschreiben, was ist ja anonymisiert. Frag mal ganz kurz hier sozusagen in den Zoom-Raum. Wenn irgendwie kommuniziert werden sollte mit mir, dann müsste man einfach sprechen. Und weil ich habe den Chat nicht im Blick. Das ist alles hier so überlagert und dann sehe ich das nicht. Also wenn irgendwie eine Frage ist, bitte einfach reinsprechen für die Externen. Genau, ich nehme das auch auf, weil mich eben gerade zwei Studierenden warten, darum nehme ich das auf. Genau, vier Antworten, sieben Antworten. Genau, ich blende das mal ein. Da steht schon eine ganze Menge. Automatenhalteproblem, aber BBBB, Turing-Maschine, Theorie, Beweise, Modelle, klingt alles super. Alan Turing, Mathe. Turing-Automaten, Automaten, endliche Automaten. Weniger praktisch. Also alles stimmt bis auf weniger praktisch. Das ist alles total praktisch, was wir machen. Die Frage, was man so als Praxis ansieht. Ne? Aber wenn man sagt, ach, ich beschäftige mich mal mit beispielsweise diesen ganzen Dingen wie Automaten oder Halteproblem oder Turing-Maschinen, ich fände das immer total praktisch. Also es war mein Lieblingsfach bei mir im Studium. Ne? Damals war die Informatik noch nicht so breit aufgefächert, wie das heute der Fall ist. Ich hatte dann irgendwie so praktische Informatik, theoretische Informatik. Praktische Informatik hatte ich sowas wie Compilerbau, Betriebssysteme, Datenbanken. Und aber ich habe irgendwie auch, dass diese theoretische Informatik finde ich irgendwie gut und war dann ganz froh, dass ich die Veranstaltung hier auch mal irgendwie belegen durfte oder machen durfte. Also alles passt schon, ihr seid schon vorinformiert. Ne? Algorithmen, wir betrachten auch Algorithmen. Weil häufig, da steht ja auch irgendwie Beweise,
Häufig sind die Beweise algorithmischer Natur. Weil theoretische Informatik ist schon, hat schon eine gewisse Nähe zur Mathematik, da steht da ja auch Mathematik, also ist schon sehr formal, kann jemanden vielleicht auch irgendwie abschrecken, weil wir halt irgendwie kurz und knapp formulieren wollen und das geht halt häufig mit einem gewissen Formalismus ganz gut. Und dann werden häufig irgendwie Sachen, wie er das aus der Mathematik kennt, es werden Sätze gesagt. Es werden Beweise dazu gemacht und diese Beweise sind häufig algorithmischer Natur. Das heißt, da steckt irgendeine Konstruktion dahinter. Gut, dann gehe ich mal wieder zurück hier zur, ich glaube, das waren alle Fragen, die ich hier hatte. Das wollte ich einmal ganz kurz abfragen. Und jetzt gehe ich hier zurück. Genau, dann muss ich hier wieder auf Start drücken. Dann kann ich den wieder in die Hand nehmen. Genau, ich hatte diese Umfrage gemacht und ich glaube, alle haben gesagt, dass wir uns duzen. Also ich bin Carsten. Und wir können uns, ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand gesagt hat, dass er mich nicht duzen wollte, ist mir egal. Also ich duze euch jetzt einfach. Ne? Euren Namen weiß ich noch nicht, von einigen vielleicht noch, aber ich habe teilweise dann ein relativ schlechtes Gedächtnis. Genau. So, ja, was machen wir in der theoretischen Informatik? Ich erzähle erst ein bisschen was zum Inhalt der Veranstaltung, dann wie wir vorgehen. Warum beschäftigen wir uns mit der theoretischen Informatik? Ich habe das mal so genannt von guten und besseren Informatikerinnen. Was sind Kernkompetenzen für angehende Informatiker und Informatikerinnen? Ich glaube, man muss relativ gut sein im Systematisieren, im Argumentieren und in der Abstraktionsfähigkeit. Insbesondere Letzteres finde ich extrem wichtig. Gerade wenn ich irgendwie ein Problem bekomme der realen Welt, dann muss ich das ja auf den Kern reduzieren. Dass ich halt irgendwann noch mal einen Algorithmus implementieren kann. Ich glaube, viel von dem, was demnächst die Informatik ausmacht, das ist gerade so ein bisschen in Frage gestellt. Wir hatten noch nie ein Programm mit ChatGPT oder irgendeinem anderen Co-Piloten implementiert. Genau. Ja, ich auch. Das letzte Mal gestern Abend. Ich brauchte ein kleines Programm, zack, reingegeben, es kam raus und es funktionierte auch. Ich muss aber auch beurteilen können, ob es richtig ist oder nicht. Ne? Ich glaube, das ist gerade im Umbruch. Die Hochschulen sind gerade echt am Rätseln, wie sie damit umgehen werden. Auch die meisten Übungsaufgaben, weiß ich gar nicht, aber viele Übungsaufgaben, die ihr von mir bekommt, die kann ich vermutlich mit ChatGPT lösen. Ne? Und wenn ich habe mir jetzt vorletztes Wochenende habe ich mir das neueste Sprachmodell, das O1, angeguckt von OpenAI. Das ist einfach der Hammer. Es ne? kann einfach unglaublich viel. Ne? Nichtsdestotrotz. Wir haben eine Studienordnung, da steht drin, wir machen eine Prüfung und dann müsst ihr es können. Also welche Werkzeuge ihr einsetzt, ich biete euch eine ganze Menge Werkzeuge, ich habe irgendwie mal ein Skript erstellt, es gibt haufenweise Videos dazu, ihr kriegt Übungsaufgaben dazu, ihr könnt die vermutlich etliche davon auf Knopfdruck generieren. Das wird immer besser. 2022, als das veröffentlicht wurde, habe ich die Übungsaufgaben reingegeben, viele Fehler, aber es wird einfach immer besser. Ne? Und das kann sein, dass viele davon jetzt sozusagen damit gelöst werden. Das hilft euch aber nur bedingt dann bei der Prüfung. Ne? Und ich glaube, da setze ich drauf, das ist nach wie vor eine grundlegende Kompetenz der Informatik als Disziplin, dass man echt gute Abstraktionsfähigkeiten macht. Und das lernt er in der Mathematik und wir lernen es hier. Ja, und eine vernünftige Argumentation finde ich auch immer wichtig. Ja, auch spätestens dann, wenn er irgendwie einen Entwicklungsauftrag bekommt, von später, seid vielleicht irgendwo angestellt und ihr sollt irgendwie eine Technologie-Evaluation machen. Ja, und dann möchte euer Vorgesetzter, eure Vorgesetzte auch gerne wissen, ja, warum entscheidet ihr euch denn so? Das ist für mich immer, das ist nicht unabhängig von der Informatik. Das braucht man generell, ne, nach so einem wissenschaftlichen Studium, das gehört einfach immer dazu. Ne? Gute Argumentationsfähigkeit. Und anhand von formalen Modellen lernen wir Abstraktionsfähigkeit, ja, und wir lernen auch irgendwie strukturiert vorzugehen. Für mich ist sozusagen die theoretische Informatik an der Stelle, neben originären Forschungsfragen, die wir hier an der Fachhochschule oder ehemals Fachhochschule eigentlich gar nicht berühren werden, ne, sind das sozusagen die zentralen Kompetenzen, die wir mit Hilfe der theoretischen Informatik hier vermitteln. Und natürlich diese Modelle. Wir lernen aber auch kennen, auch das finde ich extrem wichtig. Was können wir denn generell mit so einem Rechner machen? Eben stand da schon Halteproblem. Ich weiß nicht, wer das jetzt geschrieben hat. Was ist denn das Halteproblem? Muss jemand mal so ganz kurz knackig formulieren? Geschrieben hat, kann man nicht einfach beim Blick auf das Programm, ohne das laufen zu lassen, sagen, ob das irgendwann mal eine Lösung gibt oder ob das unendlich weiterläuft.
Das können wir alle nicht, wenn wir drauf gucken. Und wenn wir das einer Maschine geben, die kann es auch nicht. Ne? Wer hat Algorithmen bei mir gemacht? Da haben wir ja so automatisierte Testfälle gehabt. Ne? Ihr erinnert euch vielleicht, manche liefen ein bisschen länger, manche ein bisschen kürzer. Ne? Manche haben vielleicht irgendwie mal eine Endlosschleife programmiert. Wann entscheiden wir, ob ein Programm jemals aufhört oder wann nicht? Ne? Das ist generell nicht lösbar. Das ist sozusagen der allereinfachste Fall von sozusagen Verifizierbarkeit von Programm. Macht das Programm das Richtige oder nicht? Ja, sozusagen die Frage, ob es überhaupt anhält, das ist das Halteproblem. Ja, und das ist generell nicht lösbar. Das heißt, wir lernen hier auch so ein bisschen die Grenzen der Informatik kennen. Genau. Wir beschäftigen uns mit den Themen der theoretischen Informatik New Work. Sagt das jemandem was? Das ist im Prinzip so eine Idee, die ist. Ich muss gerade überlegen, wann die entstanden, weiß ich gar nicht. Von dem, oh, wie heißt er mit Vornamen? Bergmann, weiß ich nicht mit Vornamen. Ist jetzt letzter gestorben. Der hat dieses Konzept des New Work geprägt. Das hält mehr und mehr Einzug ins Arbeitsleben. Und eine der zentralen Komponenten ist die Übernahme von Verantwortung. Dass nicht mehr irgendwie gesagt wird, so, du machst jetzt das und ich gucke dir immer über die Schulter, dass du das so tust, sondern dass sozusagen Arbeit an selbstorganisierte Teams übergeben werden, die selbstständig arbeiten, genauso wie zumindest diejenigen, die es bei mir gemacht haben, A und D, dann machen wir das genau das Gleiche, ne? Sozusagen so agil arbeiten, in Sprints arbeiten, später gucken, wie haben wir denn zusammengearbeitet. Gibt es noch ein paar mehrere Dinge, die dahinter stecken, da will ich aber gar nicht drauf eingehen. Und für mich ist halt irgendwie erforderlich, dass wir einfach während des Studiums schon damit anfangen. Ne? Ich habe neulich gerade hier bei SlashY, mit denen hatte ich mich eine ganze Zeit lang unterhalten, hat man auch über so Lehrmethoden uns ausgetauscht. Für die ist das auch ganz wichtig, dass die Leute, die so ein Studium absolviert haben, ja, dass die eigenverantwortlich selbstständig arbeiten können, sich selbst Ziele definieren können. Und auch das habe ich in A und D schon gemacht, das mache ich hier halt auch. Ne? Und ich verstehe mich nicht als derjenige, der alles weiß und hier vorne steht und euch das erzählt. Das mache ich nur heute so ein bisschen so. Rest erarbeitet ihr euch selbst und ich bin halt dabei, um dann irgendwie Fragen zu klären. Ja? Gucken wir mal in die Kamera, die verfolgt mich hoffentlich schön. Genau, Veranstaltungsdurchführung. Ja, Inverted Classroom mache ich eigentlich seit 2007. Da kann ich den Begriff noch gar nicht. Wer hat das noch nie gehört? Weil es machen ja nicht, ich weiß nicht, welche Kollegen, bei wem habt ihr das noch genossen, dieses Konzept? Genau, Stefan macht das auch. Inverted Classroom ist einfach so, normalerweise in den Ingenieurwissenschaften, hier vorne steht einer, der erzählt euch was. Was ist ein endlicher Automat? Was ist eine Turingmaschine? Dann gibt es hinterher Übungsblätter. Ja, und wir machen es halt anders. Inverted heißt, diese Phasen des selbstständigen Aneignens von Wissen, das machen wir vor der Zeit, wo wir uns hier treffen. Und ich bin eigentlich dafür da, um mit euch zu diskutieren, Übungsaufgaben zu machen, Fragen zu besprechen. Ich werde vermutlich jede Veranstaltung mit euch Quizze spielen, ne, um zu gucken, für euch als Selbstreflexion, wie gut das funktioniert hat. Das hat so, ich glaube, 2000, der Begrifflichkeit ist irgendwann aufgetaucht. Ich meine 2001, 2002, habe ich es aber nicht mitgekriegt. Ich habe es irgendwie für mich entwickelt, 2007. Weil ich mir dieses Fach Audio-Videotechnik gemacht habe, alles aufgezeichnet habe, schon Anfang der 2000er und mir dann die Frage gestellt habe, ach, das musst du doch nicht alles nochmal erzählen. Ne? Genau, ich bin davon ziemlich fest überzeugt. Ich sage auch gleich, warum. Habe ich eigentlich jetzt alles erzählt, traditionelle Lehre? Ich erzähle was, ihr hört zu und in der zweiten Phase nach der Veranstaltung gibt es halt Übungsblätter und ihr arbeitet damit, seid dann aber alleine. Ja, das machen wir halt. In diesem Inverted Classroom ist das halt anders. Ach, das müsste ich eigentlich hier zeigen, damit dann die Externen das auch sehen mit meiner Maus hier. Ne? Genau, machen wir das mal so. Genau, das heißt, diese Präsenzphase, wo wir uns treffen und die individuelle Phase, ja, hier Präsenzphase, individuelle Phase, das ist halt vertauscht. Ja, ihr guckt euch Dinge an. Es gibt ein Skript von mir. Es gibt Videos von mir, das ist auch miteinander verlinkt. Habt ihr vielleicht schon gesehen, habe ich ja schon in den Elias-Lernraum reingestellt. Ja, immer wenn da so ein QR-Code ist, dann
liegt ein Video hinter, könnt auch anklicken. Dann kommt genau das passende Video zu der Stelle. Ich kann es jetzt hier nicht identifizieren, vermutlich irgendwie ein. Nee, ich kann es nicht sehen. Ne? Genau, und in der Präsenzphase werden wir eigentlich nur praktisch arbeiten. Ne? Das heißt, es wird wöchentliche Aufgabenblätter geben oder Aufgabenblätter für 2 Wochen. Die ersten beiden stehen schon. Ich glaube, es ist nur das erste, könnt ihr bislang sehen. Wer hat es noch nicht gesehen? Ist im Elias Lernraum. Ne? Da gibt es irgendwie so einen Bereich, gucken wir gleich mal rein. Genau, und sozusagen dieses Inverted Classroom, das besteht aus einer. Fangen wir hier oben an, Präklassphase. Da ist, wie es so schön heißt, eure Selbstregulationskompetenz gefordert. Ja, ihr müsst euch selbst motivieren, sich mit diesen trockenen Themen auseinanderzusetzen. Aber die sind gar nicht so trocken. Also ich weiß, den einen oder die andere schreckt das vielleicht ab, wenn man sich dieses Skript anschaut, weil da irgendwie auch Sätze und Definitionen und Beweise drinstehen und ganz viele Formeln. Und das ist ganz wichtig. Wenn ihr das nicht versteht, allein dieses Formelwerk schon, dann müsst ihr mich fragen. Und dafür bin ich da. Ja, weil häufig haben Studierende irgendwie Hemmungen, einfach Fragen zu stellen. Bei mir gibt es keine dummen Fragen. Ja? Ihr guckt euch die Dinge an. So, und dann treffen wir uns hier und dann arbeiten wir damit. Und das ist auch ganz gut, dass wir hier in diesem Hörsaal sind, nicht in dem großen da hinten, wo dann so feste Bänke und Stuhlreihen sind. Das kann man hier zur Not auch nochmal irgendwie hin und her schieben, die Tische. Ja, Postklassphase, genau, hier machen wir dann während der gemeinsamen Zeit, ja, ihr arbeitet in Gruppen zusammen oder ich mache mal vielleicht irgendwie Aufgaben, die ihr als gesamte Gruppe lösen sollt. Ich werde vermutlich regelmäßig Quizze spielen hier mit Kahoot. Genau. Und wenn irgendwie was unklar ist, dann mache ich auch mal spontan, erläutere ich mal irgendwie was. Das würde ich dann hier auf dem Tablet machen, damit das dann auch die Externen gut sehen können. Jetzt haben wir 5 Leute extern dazugeschaltet. Genau, und im Nachgang arbeitet ihr vielleicht nochmal nach. Das ist dann die Postklassphase. Irgendwann gibt es dann die Musterlösung. Da guckt ihr vielleicht nochmal rein und guckt eure Lösungen mit den Musterlösungen, vergleicht das. Ja, und dann geht es aber auch schon wieder über in die nächste Vorbereitung. Genau, das ist nicht für jeden das Richtige. Das weiß ich. Ne? Also gerade dieses selbstständige Lernen, sich selbst immer wieder zu motivieren bei diesen vielleicht so trocken erscheinenden Inhalten. Genau, in der Präsenzphase klären wir Fragen. Ihr vertieft sozusagen das, was ihr euch vorher angeschaut habt. Ja, und ich verstehe mich eher so als Coach. Wie gesagt, ich mache das jetzt seit über 15 Jahren. Und bin einfach nach wie vor überzeugt von dem Konzept. Ich habe, glaube ich, gleich auch irgendwie Zahlen, warum ich davon überzeugt bin. Studierende, ihr könnt euch selbst überlegen, wann ihr das lernt, wie ihr das lernt. In der Regel brauchen wir eigentlich gar nicht diese beiden Termine in der Woche. Ich biete es aber an. Es ist ja eine 4-stündige Veranstaltung. Also ihr könnt euch selbst überlegen, wann ihr das lernen wollt. Ihr könnt das auch auf dem Samstagabend mal lernen, wenn irgendwie der grüne Jäger zu ist oder sonst was. Genau. Und vor allen Dingen, ihr könnt halt fragen, wenn irgendwas unklar ist, ne? Weil ansonsten, wenn ich einfach die ganze Zeit nur erzähle, dann könnt ihr gar nicht fragen. Ich kriege relativ früh mit, was vielleicht nicht so gut funktioniert. Dann muss ich halt gucken, wie wir da irgendwie gemeinsam vorankommen. Genau. Und sozusagen, ihr steuert euren Lernprozess selbst. Nicht ich, indem ich immer sage, das und das und das wird jetzt gemacht und die Inhalte hier quasi vorne vorbete, sondern das macht ihr im Prinzip selbst. Ihr seid jetzt im ja, überwiegend 5. Semester. Dann müsst ihr das drauf haben, die selbstständige Arbeit. Das wird später von euch auch verlangt. Genau, ich muss mal gucken. Ich habe die Folien nicht im Kopf. Kursplattform Elias, da ist alles drin. Gucken wir vielleicht mal ganz kurz rein. So, wo haben wir denn die theoretische Informatik drin? Genau, die Umfrage haben wir gemacht. Sieht ein bisschen anders aus bei euch, weil ich halt Dinge sehe, die ihr noch nicht seht, wenn hier sowas offline ist oder sowas. Ah, ja, genau, Audio-Podcast. Ich hätte da noch was zu sagen. Genau, wenn irgendwie Fragen sind, wenn ihr beispielsweise zu Hause an irgendwelchen Aufgaben sitzt, ich werde diesbezüglich keine Mails beantworten. Was ich machen werde, wenn ihr ins Forum reinschreibt, dann gehe ich darauf ein. Weil sonst kriege ich hinterher irgendwie die Fragen doppelt und dreifach und habe ich keine Lust zu. Keine Zeit.
Und insbesondere könnt ihr auch, habt da keine Hemmung, wenn, keine Ahnung, du schreibst das ins Forum rein, hast irgendwas nicht verstanden, du weißt die Antwort, kannst du gerne kommentieren. Ich gucke, das habe ich im Blick. Genau. Und da habe ich festgestellt, es gibt ja so ein tolles Feature bei Teams, da gibt es jetzt auch eine Booking-Funktion. Moin. Wenn ihr mal ein individuelles Meeting mit mir vereinbaren wollt, dann könnt ihr hier unten drauf gehen. Ja, dann könnt ihr so Zeitslots bei mir buchen. Habe ich gesehen. Genau, Skript liegt hier. Videomaterial, das ist einmal der Link hier zur Veranstaltung. Das werde ich halt immer anhaben. Dann habe ich, ich mache in der Regel, das Skript besteht, glaube ich, aus 8 Kapiteln oder 9 Kapiteln. Und immer wenn ein neues Thema anfängt, dann mache ich hier so einen kurzen Überblick. Aber nur, um so die Idee einzuführen. Ne? Nicht, da gehe ich noch gar nicht auf großartig Formalismus ein, sondern einfach nur, um die Ideen zu präsentieren. Keine Ahnung. Wenn wir beispielsweise, wir fangen relativ schnell an mit den endlichen Automaten, dann erkläre ich kurz, was so ein Automat ist, gehe so auf die zentralen Dinge da ein. Dauert in der Regel so, ja mal, 15, 20 Minuten. Die habe ich mal irgendwann aufgenommen, werde ich dieses Mal vielleicht auch wieder aufnehmen. Die könnt ihr euch schon anschauen. Dann habe ich hier die Playlist bei YouTube. Ist separat. Die ist aber auch in dem Skript hinterlegt. Habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn ihr das Skript aufmacht, da sind immer so QR-Codes am Rand. Könnt ihr drauf gehen. Genau, Übung und Test, das kommt irgendwie noch, habe ich nicht. Und was ich jetzt neulich ausprobiert habe, wer kennt den Notebook LM von Google? Ist der Hammer. Ich habe ein Skript rein, ein Notebook LM, weiß nicht, ist jetzt vor ein paar Wochen, ein paar Tagen auf den Markt gekommen. Eher Prototyp. Ist halt auch eine KI, steckst den Text rein und ein Podcast kommt raus. Habe ich mal ausprobiert. Ach, ich nehme mal das zweite oder dritte Kapitel aus dem theoretischen Informatik-Skript, habe ich da reingesteckt. Dann kam ein richtig guter Podcast raus. Gibt es bislang nur in Englisch. Ne? Das wäre so von der Idee her, das, was ich so als Einführungsvorlesung zu einem Thema mache. Ne? Vielleicht stelle ich die mal hier online, dann kann man sich das mal anhören. Genau, Methodik habe ich hier erläutert. Genau, das ist im Prinzip der Elias-Lernraum. Da gibt es auch eine Übungsklausur. Das Skript haben wir hier. Irgendwann gibt es vermutlich auch nochmal Tests. Da können wir gleich nochmal überlegen, wie wir damit umgehen. Genau. Material. Genau, es gibt das Skript. Hat, glaube ich, in diesem Semester 306 Seiten, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da sieht dann irgendwie so aus. Endliche Automaten, und wenn man dann auf den Link da klickt, das kleine grüne Ding da, dann geht irgendwie passend das YouTube-Video auf. Habe ich mir echt mal Mühe gegeben, fand ich. Genau. Die Videos, die sind alle während der Vorlesung entstanden, in früheren Semestern. Ich habe die irgendwann mal klein geschnitten, da hinterlegt. Das sind jetzt nicht sozusagen unter spezieller didaktischer Perspektive aufbereitete Videos. Die sind, manche sind vielleicht okay, manche vielleicht sind nicht so okay. Ich habe aber, schafft das nicht, die großartig zu verbessern. Es gibt zu den meisten Themen aber auch viele, viele andere Videos. Ne? Ich weiß nicht, Stefan Kloike hat vielleicht seine Videos im Netz. Es gibt diverse andere, die auch die Materialien aufbereiten. Das kann man auch alles verwenden. Das Einzige, worauf man achten muss, manche Definitionen sind in kleinen, aber feinen Details ein bisschen unterschiedlich. Ja, also beispielsweise, wenn ich jetzt verschiedene Bücher nehme, ist vielleicht die Turing-Maschine oder der Akzeptanzbegriff von dem endlichen Automaten immer ein ganz klein bisschen unterschiedlich definiert. Da muss man halt einfach drauf achten. Spätestens dann, wenn wir eine Prüfung haben, dann muss man das irgendwie zumindest unterscheiden können. Das merke ich immer relativ schnell, wenn man mal in die Verlegenheit kommt, eine mündliche Prüfung dazu machen. Ah, okay. Der hat nach dem Buch gelernt. Kann ich mich bei einer mündlichen Prüfung kann ich mich darauf einstellen. Ne? Aber bei so einer schriftlichen Prüfung ist das immer ein bisschen schwierig. Genau, dann gibt es Übungsblätter dazu. Das sieht auch fast so aus, glaube ich, wie das, was ich jetzt rausgegeben habe. Manchmal ändere ich die immer mal so ein bisschen. Genau. Ich kann euch nur ans Herz legen, die selbst zu bearbeiten. Das erste ist nur, um einfach so Begrifflichkeiten kennenzulernen. Man wird das meiste. Ich habe das mal mit dem Mathe-Übungsblatt von dem Nikolai Ambruskiewicz ausprobiert, habe einfach das PDF genommen. Mit meinem habe ich das noch gar nicht ausprobiert, glaube ich. Bei ChatGPT reingeschmissen, mal abgefragt, konnte fast alles lösen. Es wird hier ähnlich vielleicht sein. Ne? Könnte er natürlich machen, das trägt aber nicht so richtig zum Verständnis bei.
Genau, also das ist alles da. Da gibt es etliche Bücher dazu. Genau, also insbesondere, was relativ populär ist, ist das von dem Hopkopf-Ulmen. Da sind die Definitionen ganz klein bisschen anders. Ne? Bei mir entsprechen die Definitionen eher dem Buch von Erck und Priese. Das liegt einfach daran, weil ich bei Lutz Priese selbst meine eigenen Vorlesungen gehört habe. Ne? Der hat damals in Paderborn, ich habe in Paderborn studiert, die tierische Informatik gemacht und der hat mich irgendwie so ein bisschen geprägt. Genau, Veranstaltungstermine, Mittwochs und Donnerstags. Ob ich das immer so halten kann, Mittwochs Themen vorstellen, Themen zusammenfassen, Arbeit in Kleingruppen, Donnerstags eigentlich nur Arbeit in Kleingruppen, das werden wir sehen. Also, machen wir ganz agil und dynamisch, wie es passt. Bei der Art und Weise, wie wir es machen, eigentlich brauchen wir gar nicht diese zwei Termine. Ich werde sie anbieten. Ihr hattet ja irgendwie, das war jetzt unterschiedlich. Manche wollten gerne immer hier hinkommen, manche irgendwie mal so, mal so. Ich fange jetzt mal so an. Ich bin hier, ich bin morgen auch hier. Wer kommt, ist da. Wer sich online zuschaltet, ist dann halt online dabei. Und dann gucken wir mal, wie sich das so im Laufe des Semesters verhält. Genau, Fragen zu Inhalt, Orga habe ich schon ge gesagt. Forum in Elias, bitte keine E-Mail. Genau, beim Online-Meeting, wenn es geht, Kamera an, wobei ich jetzt eh keinen hier sehe, weil ich hier, wenn ich nur einen Bildschirm habe, dann sehe ich immer nur die Präsentation. Genau, Audio an bei Frage, Antwort, weil ich habe den Chat nicht im Blick. So, genau. Mögen ICM alle Studierenden? Habe ich mal, ach, weiß nicht, schon eine Zeit lang her. Das wird vermutlich jetzt auch wieder genauso sein. Da habe ich die Frage gestellt, die Lehrmethode mit der selbstständigen, eigenverantwortlichen Vorbereitung ist die ideale Veranstaltungsform für mich. Da habe ich so ein Spektrogramm gemacht. Ja, mache ich jetzt nicht nochmal, weil dann könnten die Externen jetzt nicht teilnehmen. Dann soll man sich an der Wand aufstellen und die sagen, ach, das finde ich super, die stellen sich dann in die Ecke. Und die sagen, das ist Mist, die stellen sich da in die Ecke und der Rest irgendwo dazwischen. Und dann kam das aber raus. Ne? Also es ist irgendwie ganz unterschiedlich. Hier war jetzt, jawohl, das finde ich super. Nee, finde ich gar nicht gut. Ich habe es mir gemerkt, er hat die beste Klausur geschrieben in dem Semester. Ne? Also das wird vermutlich hier auch so sein. Ne? Ich hoffe, jetzt kommt, genau, sage ich ein bisschen was. Ich glaube, was wir durch diese Methodik lernen, da habe ich auch verschiedene Artikel zugeschrieben, auf Tagungen präsentiert. Wir machen mehr als nur theoretische Informatik. Ne? Weil ich euch auch dazu ermuntern werde, mal über die Dinge zu sprechen, gerade in der Kleingruppe, also Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit, weil es wirklich eine gute Idee ist, die Sachen vielleicht zu zweit oder zu dritt zu bearbeiten und dann nicht in der Art und Weise, dass einer oder eine alles macht und die anderen partizipieren nur, sondern dass man wirklich diskutiert. Ja, selbstständiges Arbeiten, das ist eine Befragung, IHK, Industrie- und Handelskammer, zu unverzichtbarer Kompetenzen und Erfahrung von Bachelor-Absolventen aus dem Jahr 2015, hat sich aber auch irgendwie nicht großartig geändert. Wo ist Fachkompetenz? Die kommt irgendwann mal hier, breites Wissen aus der Fachdisziplin. Das kommt nicht an erster Stelle. Sondern da sind so Sachen wie Teamfähigkeit, Selbstständigkeit, Einsatzbereitschaft, Entscheidungsfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit, sind Dinge, die sind extrem wichtig im Berufsleben. Und ich glaube, mit dieser Methodik üben wir das ein bisschen. Ja? Genau, das ist ganz wichtig, da will ich immer deutlich darauf hinweisen, das können wir auch generell verallgemeinern von den Lehrenden. Kein einziger verantwortlich für euren Lernerfolg. Seid nur ihr selbst. Ja? Und ich glaube, alle sind wir freundlich und gewillt, euch dabei zu unterstützen. Und wir sind auch nach wie vor davon überzeugt, dass im Zeitalter der KI gewisse Fähigkeiten einfach relevant sind und seien es so ganz elementare Programmierfähigkeiten. Nämlich spätestens dann, wenn ich mir ein Programm generieren lasse, und wir haben eben schon ganz kurz gehört, wir können das nicht automatisiert überprüfen, dass das richtig ist. Wir können zwar vielleicht 100 Testfälle machen, aber es schützt uns nicht davor, dass der 101. falsch ist. Das heißt, das müsst ihr beurteilen, wenn ihr euch was generiert. Genau. Ach genau. Ich hab das auf Tagung erzählt, ist alles irgendwie im Netz verfügbar. Genau. Und ich hoffe, genau. Da haben wir mal eine Befragung gemacht, da haben wir erhoben, anonymisiert alles, wer denn regelmäßig an diesen Präsenzterminen teilgenommen hat, aktiv mitgearbeitet hat. Dann haben wir eine Befragung gemacht und uns mal angeschaut,
wie ist denn dann sozusagen der Erfolg bei der Prüfung? Und da hatten wir die regelmäßig Teilnehmenden im Inverted Classroom theoretische Informatik und wir haben die Nicht-Teilnehmenden. Ja, wir hatten, da habe ich eine Midterm-Klausur geschrieben, Mitte des Semesters. Midterm-Klausur bestanden, 92% der regelmäßig Teilnehmenden. Die Nicht-Teilnehmenden 55%. Note MTK 2,75 Durchschnitt, 4,02. Die Teilnahme am Ende des Semesters, Endklausurteilnehmer, ein bisschen weniger. Muss ich mal gerade gucken. Gesamtpunkte 61, 46. Gesamtnote 3,28, 4,29. Kurs bestanden 82, 57. Für mich sprechen die Zahlen für sich. Das liegt nicht nur an der Methode, sondern das liegt sicherlich auch daran, dass ihr halt aktiv während des Semesters mitarbeitet. Genau, das haben wir damals erhoben und ob ich da jetzt noch eine Folie zu haben? Genau, Arbeitsbelastung. Das ist ein Modul mit 60 Stunden, stimmt gar nicht. Ist ja ein 5-ECTS-Modul. 5 mal 150 Stunden, die wir rechnen. Wir rechnen ein ECTS in ungefähr 30 Stunden Arbeitsbelastung pro Semester. So, wir haben, das steht in unserem Ding hier so drin, in unserem Modulplanung, wie heißt es denn, MOPS, Modulprogrammplanungssystem oder Moduldatenbank, 60 Stunden Vorlesung. Das heißt, ich bin 60 Stunden hier im Hörsaal oder halt online, je nachdem, wie wir es dann machen. Und der Rest ist individuell. Ne? Häufig, was häufig ist, das war mal so ein relativ breites Projekt von der Uni Hamburg federführend, Projekt Zeitlast, sozusagen das, was die empfundene Arbeitsbelastung ist und was die tatsächliche Arbeitsbelastung ist. Das geht relativ deutlich auseinander. Ja, man häufig empfindet man, oh, ich stecke so viel Zeit da rein, tut es aber eigentlich gar nicht. Ne? Und ich möchte einfach nur darauf hinweisen, ich hoffe, das kommt jetzt. Genau. Wir sind hier. Zeige ich in jeder Veranstaltung. Kennt ihr vielleicht auch schon. Ne? Wenn ich das runterbreche, und selbst das ist sozusagen, das ist ja auch nicht ganz fair, weil wir ja immer diese langen vorlesungsfreien Zeiten haben, wenn ich diese 5 ECTS in 150 Stunden runterrechne, auf die Monate verteile. Wir werden die Klausur irgendwann im Januar schreiben, vielleicht Anfang Februar, weiß ich nicht genau. Das heißt, das sind da ungefähr 30 Stunden. Ja, und wenn wir Februar haben, wir eigentlich nicht mehr viel. Die muss ich eigentlich hier vorne reinziehen. Wenn ich das runterbreche auf eine Woche, dann sind wir bei mindestens 7 Stunden pro Woche. Wir für dieses, und das gilt für jedes 5-ECTS-Modul, die ihr investieren müsst. Und da kann ich immer nur appellieren, wenn ihr andere Aufgaben habt, Geld verdienen, Eltern, Kinder, sonst was versorgen oder betreuen, pflegen. Ja, und diese Zeit nicht aufbringen könnt, dann entscheidet am besten möglichst frühzeitig, welches der Module er nicht macht. Ja, ob es dieses ist, ob es ein anderes ist. Weil alles andere ist nicht realistisch. Das Studium leidet, man kommt selbst in Stress. Klar, man muss immer gucken, wie kriege ich das mit so einer langfristigen Finanzierung hin. Das ist irgendwie alles schwierig, aber ich kann immer nur empfehlen, lieber ein bisschen weniger im Semester und dafür dann irgendwie durchkommen. Ne? Aber das muss jeder für euch in Will entscheiden. Aber ja. Letztes Semester hatte ich es auch. Ich übertrage, dann sollen die Leute interaktiv zusammenarbeiten. Nee, kann ich nicht. Ich sitze im anderen Praktikum und mache meine Zoom-Konferenz an. Das macht absolut keinen Sinn. Ne? Das nur so der Hinweis. Ja? Genau. Und das braucht man auch. Genau, habe ich gesagt, das gilt halt für jedes Modul. So, ne? Das ist die Rechnung. Genau, Übungsblätter. Gibt es jede Woche, alle 2 Wochen, je nachdem. Die sind mit so kleinen Sternchen versehen. Und wenn man, und ich habe das mal so umgerechnet oder interpretiere das wie folgt: So ein Sternchen-Aufgaben, die sind relativ leicht. Die sollten relativ leicht sein. Vielleicht sind sie es am Anfang noch nicht, weil das noch ungewohnt für euch ist, dieser ganze Formalismus. Aber sagen wir so, wenn ich so ein Übungsblatt habe und alle Einsternchen-Aufgaben bearbeiten kann, da, dann kriege ich vielleicht so eine Note 3 bis 4. Ja, und die schwierigen Aufgaben, die haben halt irgendwie 3 Sterne. Ja, und wenn ich die auch alle bearbeiten kann, dann werde ich sicherlich irgendwie eine 1 bis 2 erzielen.
Genau. Das ist alles freiwillig, diese Übungsblätter. Das könnt ihr machen. Das ist einfach ein Angebot für euch, um sozusagen, jetzt bin ich beim praktischen Arbeiten. Das ist für mich praktisches Arbeiten, auch wenn das jetzt so formal aussieht. In der theoretischen Informatik ist das praktisches Arbeiten, dass ich mich mit solchen Aufgaben beschäftige. Genau, die liegen da. Das machen wir, glaube ich, weiß ich gar nicht. Vielleicht machen wir das auch mal. Habe ich aber irgendwie jetzt noch nicht eingestellt, was ich machen kann mit dem Elias, dass ihr Lösungen hochladet und dass ihr euch gegenseitig sozusagen so ein Peer Review macht. Ne, das sozusagen, keine Ahnung, du gibst eine, reichst eine Lösung ein, und ihr beide jetzt hier vorne, jetzt nehme ich euch jetzt. Ja, und du guckst deine Lösung an und gibst ihm Feedback dazu. Ja, das ist ja vielleicht auch nochmal ganz spannend. Ach Mensch, wie hat es denn eine andere Person gemacht? Ja, um darüber mal nachzudenken. Kann ich über das Steuern, werde ich vielleicht nochmal machen. Ja, und dann sieht man hinter die Musterlösung auch erst dann, wenn ich ein Feedback abgegeben habe. Genau. Genau. Lernzielkontrolle, Prüfung. Wir können machen Klausur oder Portfolioprüfung. Ich habe das beim letzten Durchlauf, ich mache das ja immer nur jährlich, die Veranstaltung, da war das so ein bisschen geteilt. Also, Portfolioprüfung würde heißen, wir würden ein, zwei oder drei Tests während des Semesters machen, die mit in die Endnote einfließen. Da müsst ihr euch heute noch gar nicht zu äußern. Also, Klausur ist klar, die schreiben wir auf jeden Fall. Und die Frage ist, wie wird die gewichtet? Ich kann das noch angeben. Irgendwann kriege ich eine Mail aus dem Dekanat, die fragen mich: So, was machst du dieses Semester für eine Prüfungsform? Ich weiß gar nicht, Stefan Kleuker macht nur Klausur, ne? Genau. Und ich habe das bislang häufig so gemacht, dass ich sage, ich mache eine sogenannte Portfolioprüfung. Das heißt, die Prüfungsleistung besteht nicht nur aus einem Element, sondern die würde dann bestehen aus einer Klausur plus vermutlich, ich habe dann immer zwei Tests gemacht. Nein, ich habe drei Tests gemacht, wobei die beiden besten gewertet wurden. Mache ich elektronisch. Ne? Vereinbaren wir irgendwie Mittwochabend, 19 Uhr. Passiert alles per Elias. Dann gibt es halt auch individuelle Aufgaben. Ne? Jeder kriegt unterschiedliche Aufgaben. Habe ich mir irgendwann mal so angelegt. Genau. Da mache ich mal eine Befragung dazu, weil beim letzten Mal war es so ein bisschen gemischt. Die einen hat das gestresst, dass dann sozusagen mehrere Prüfungsleistungen während des Semesters da waren. Andere fanden es ganz gut. Da frage ich mal zu und dann können wir das nochmal festlegen. Genau. Und das wäre dann so, nur ganz kurz, da würde ich dann beispielsweise den ersten Test machen, nachdem wir das Kapitel über die rationalen Sprachen abgeschlossen haben. Ihr wisst noch nicht, was das ist, aber das wird irgendwas sein mit endlichen Automaten und mit rechtslinearen Grammatiken. Und dann kommt der zweite Test, nachdem wir eine zweite Sprachklasse bearbeitet haben. Genau. Genau. Das ist auch so. Das ist ganz wichtig. Portfolioprüfung heißt, wenn ich mehrere Prüfungsleistungen mache, und jetzt weiß ich nicht mehr ganz genau, ich mache den ersten Test, mache ich nach Prüfungsanmeldephase. Oder währenddessen habe ich das, glaube ich, immer gemacht. Weil bei der Portfolioprüfung ist, sobald ich die erste Teilleistung angetreten habe, kann ich nicht mehr zurücktreten. Wir haben ja hier den Komfort, wenn wir eine Prüfung machen. Ihr könnt ja ohne Test, Attest oder sowas zurücktreten, durch nicht erscheinen. Wenn wir eine Portfolioprüfung machen und ihr an dem einen Test schon teilgenommen habt, dann geht das nicht mehr. Genau. So, was machen wir jetzt eigentlich? Was sind denn die Themen der theoretischen Informatik? Erstmal ganz kurz zur Einordnung. Wir sind hier im vierten Semester. Das baut schon, ist nicht umsonst hier über der Säule Mathematik. Wir haben schon mathematischen Formalismus. Wenn man die Informatik so generell aufteilt, gibt es so verschiedene Säulen. Das eine ist die technische Informatik, haben wir bei uns einige Veranstaltungen zu Rechnerarchitektur. Habt ihr, glaube ich, mehr haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht explizit.
Praktische Informatik haben wir viel, ja, Kommunikationsnetze, Software Engineering, Betriebssysteme, Programmierung in unterschiedlichsten Facetten, Algorithmen, Engineering, Datenstrukturen. Angewandte Informatik haben wir einiges. Und dann gibt es die Säule der theoretischen Informatik. Ja, und was wir da machen, ist das Thema formale Sprachenautomatentheorie gucken wir uns an, Berechenbarkeit gucken wir uns an, Entscheidbarkeit gucken wir uns an, Komplexität schaffen wir in der Regel fast nie. Weil da stand eben sowas von wegen MPH. Genau. Algorithmen hat auch so seinen Anteil hier in der theoretischen Informatik. Genau, das ist das, mit dem wir uns beschäftigen. Motivation, warum braucht man sowas? Reguläre Ausdrücke beispielsweise, wichtiges Konstrukt, auch in der theoretischen Informatik braucht man eigentlich tagtäglich, wenn man in so einem Betriebssystem unterwegs ist, ja, und irgendwie hier so, beispielsweise einfach, ich möchte nur alle Dateien mit dem und dem, mit der und der Endung haben, ja, irgendwie Sternchen, Punkt, Tech-Files oder sowas. Oder ich habe hier so eine DTD. Zur Beschreibung von Markup-Sprache. Ja, irgendwie, ne? Person besteht aus Name, Adressen und kann mehrere Kinder haben. Sternchen hier. Ja, das ist so ein, das war ein regulärer Ausdruck. Endliche Automaten oder auch Zustandsautomat. Ja, immer dann, wenn ich vor so einem Getränkeautomat stehe, dann steht vor mir quasi ein Zustandsautomat. Ja, ich werfe, er ist im Zustand, wartet auf eine Eingabe, ich werfe eine Münze ein, wechselt den Zustand durch eine Aktivität von mir. Ich werfe noch eine Münze ein, wechselt wieder den Zustand, weil er jetzt registriert hat. Auch jetzt sind schon 1,50 € eingeworfen. Und drücke ich auf den Knopf, dass eine Ausgabe passiert. Ja, ist das Beispiel von so einem endlichen Automat. Brauchen wir für die Implementierung von so regulären Ausdrücken. Ich kann elektronische Schaltkreise damit modellieren. Oder ich kann beispielsweise, wenn ich im Compilerbau, also wenn ich Programmiersprachen sozusagen, wenn ich für Programmiersprachen Compiler bauen möchte, ja, dann brauche ich so Automaten, genau, oder Steuerung Verhalten von Akteuren in Computerspielen oder. Ja, oder hier kontextfreie Sprachen, auch die werden wir uns angucken. Eine bestimmte Art von Sprachen, erstmal werden wir uns überhaupt damit auseinandersetzen, was sind eigentlich Sprachen? Und dann werden wir feststellen, oh, da gibt es mehrere Typen. Ein Typ ist die kontextfreie Sprache. Das ist quasi die Grundlage für alle Programmiersprachen. Ja, auch das muss ich natürlich automatisch identifizieren können. Ist denn ein Programm überhaupt syntaktisch korrekt? Ja, hier vorne in so einem Compiler, da mache ich eine, ich zerlege das, lexikalische Analyse, dann mache ich eine syntaktische Analyse. Ja, und dann kommt es irgendwann zur Code-Generierung. Sozusagen das, was wir hier machen, Parser. Da brauchen wir irgendwie ein Regelwerk, um sowas überhaupt bauen zu können. Das hatte ich eben schon gesagt, was kann generell mit Software gelöst werden, was nicht. Wir werden uns mit dem Begriff der Entscheidbarkeit auseinandersetzen. Was ist überhaupt entscheidbar, was nicht? Da tun sich die Leute immer ganz schwer, obwohl es eigentlich ist wie im täglichen Leben. Ja? Entscheidbar heißt immer ja oder nein. Kaufe ich mir jetzt das neue T-Shirt oder das neue Paar Schuhe oder nicht? Berechenbarkeit ist ein Thema. Wenn ich es denn sozusagen lösen kann, die Frage, wenn ich in irgendeinen Algorithmus entwerfen kann, wie gut ist der dann? Ja, kann ich das in einer vernünftigen Laufzeit das Problem auch lösen oder nicht? Genau, das hatte ich auch schon gesagt mit diesen Beweisen. Das ist einfach hilfreich für die, erstmal das Verständnis des eigentlichen Problems. Und häufig machen wir sozusagen praktische Beweise in Form von Algorithmen. Ja, das ist eigentlich, ich fand das immer, mir hat das immer Spaß gemacht im Studium. Hatte ich eben auch schon gesagt, Umgang mit abstrakten Modellen, das ist, glaube ich, eine Kernkompetenz für die Informatik. Ja, Inhalte. Das sieht dann häufig so aus. Ganz fürchterlich sieht das vielleicht aus. Nee, das können wir nicht wissen. Frage ich jetzt nicht. Also, das sieht dann irgendwie aus. Definition. Dann gibt es irgendwie häufig einen Satz oder ein Theorem oder wie auch immer. Dann wird das Ding irgendwie bewiesen. So ist das Skript halt auch aufgebaut und das Ganze, ja, das ist schon relativ kompakt formuliert, sage ich immer, mit halt solchen Formeln. Ja, aber damit ist alles ausgesagt. Nicht, dass umgangssprachlich
umgangssprachlich beschreiben wollte, dann bräuchte ich dafür, keine Ahnung, 5 Sätze. Genau, und das ist sozusagen das Inhaltsverzeichnis. Das Bild werde ich ganz häufig zeigen. So, was das bedeutet. Das sind sogenannte Sprachklassen. Die sogenannte Chomsky-Hierarchie von L3 bis L0 und dann irgendwie L. Im Wesentlichen werden wir uns mit dem, sehen die ja nicht. Ich mach's mal hier. Die Externen sehen das nicht. Im Wesentlichen werden wir uns mit L3, L2 und L0 beschäftigen. Ja, L1 werden wir nur ganz schnell streifen und alles liegt sozusagen in der Menge aller möglichen Sprachen. Das sind Mengen von Mengen. Eine Sprache ist nichts anderes als eine Menge. Eine Sprache besteht aus Wörtern, genauso wie das umgangssprachlich auch verstehen. Ja, Wörter bestehen aus Symbolen oder aus Zeichen. Das gucken wir uns gleich ganz kurz noch an. Und dann ist eine Sprache letztendlich als eine fest definierte Menge von Wörtern. Genau, und das hier wiederum sind Mengen von Mengen, Sprachklassen. Ja, und die haben alle eine bestimmte Eigenschaft. Dann gibt es jeweils immer durchgehend, ich habe neulich mal so einen Sketchnotes-Workshop mitgemacht, da habe ich das irgendwie gemalt. Ne? Und dann gibt es jeweils so ein Modell, was erkennt, wenn ich ein Wort habe, was stecke ich da rein, ist das ein gültiges Wort oder ein nicht gültiges Wort? Das sind die Automaten. Das haben wir sowohl bei L3 als auch bei L2. Da ist der Automaten ein klein bisschen anders. Bei L1 haben wir das und bei L0 haben wir das auch. Es gibt jeweils sozusagen immer so etwas, das erkennt, ob ein Wort zu einer Sprache gehört oder nicht. Und wir haben etwas, was die Sprache beschreibt. Das wird bei uns eine Grammatik sein. Und im Fall von L3 gibt es dann auch diese regulären Ausdrücke. Ja? Und Grammatik ist genauso, wie wir das, wie das aus dem Fremdsprachenunterricht kennt, irgendwie ein Regelwerk, um eine Sprache zu beschreiben. Genau, Start in die Lehrinhalte. Genau, da gehe ich jetzt einmal ganz kurz ins Skript. Nee, erstmal frei, ob das erstmal soweit klar ist. Vom Vorgehen her, gibt es da irgendwelche Fragen? Ja. Ah, weil ich die zeitlich befristet habe, ne? Schalte ich gleich frei. Genau. Sonst irgendwelche Fragen? Dann gehe ich mal kurz in das Skript rein. Extern kommen auch keine Fragen. Dann mache ich jetzt einmal hier. Läuft. So, das ist das Skript. Also, das zweite Kapitel, das ist eigentlich nur eine Wiederholung von dem, was ihr aus der Mathematik mitgenommen haben solltet. Ja, da habe ich immer das, wenn mir irgendwie einfällt, ach, das brauchen wir irgendwann mal, beispielsweise, was ist eine Menge, was ist eine Relation, was ist eine Funktion, dann habe ich das hier mit reingeschrieben. Ja, aber da gehe ich jetzt eigentlich nicht nochmal explizit drauf ein. Wenn da Fragen zu sind, dann müsst ihr fragen. Ja, weil das ist, müsstet ihr alles in Mathematik gemacht haben und immer, wenn ich in früheren Semestern schockiert war, dass irgendwas von den Studierenden irgendwie nicht beherrscht wurde oder man nicht kannte, dann bin ich immer ganz aufgeregt, damals noch zu dem Jürgen Kamp angelaufen, weil der neben mir im Büro saß. Der sagt, Jürgen, das können die wieder nicht. Was habt ihr da in der Mathematik gemacht? Also fragt bitte. Wenn irgendwas unklar ist, bitte fragt. Ne, hier ist einfach alles nochmal beschrieben. Was ist eine Menge? Was sind Operationen auf Mengen? Potenzmenge? Genau, kartesisches Produkt. Da gehe ich nicht nochmal drauf ein. Ne, das werden wir relativ häufig brauchen. Äquivalenzrelationen. Guckt euch das dann zur Not hier einfach nochmal an. Oder guckt in euren Matheunterlagen nach, wenn das hier von der Beschreibung her euch nicht so zusagt. Es ist aber vermutlich dann in euren Matheunterlagen nicht großartig anders beschrieben, vielleicht ein bisschen anders ausgedrückt. Genau, so, das eigentlich nur Wiederholung, nur Wiederholung. Grundbegriffe Algebra, elementare Zahlentheorie, Graphentheorie.
Das ist auch das Schöne an der theoretischen Informatik. Manche Sachen können wir echt schön grafisch darstellen. Ne? Gerade so Automaten kann man wirklich schön grafisch darstellen. Ja, hier was Externes eingebunden, ein bisschen was zum Thema Logik. Auch da gehe ich nicht großartig drauf ein. Beweise, Beweise, Beweise. Beweise. Das fällt den, genau, das ist vielleicht nochmal eine Besonderheit. Das fällt euren Vorgängern und Vorgängerinnen häufig schwer, dieses Thema Induktionsbeweise. Das ist immer so ein gehasstes Thema. Und ihr kennt das vermutlich, Induktionsbeweise, ach, dann haben wir mal irgendwie so eine Formel über natürlichen Zahlen. Ne, das wird meistens in der Mathematik gemacht. Wir machen noch ein paar andere Induktionsbeweise. Ne, Induktionsbeweise beispielsweise über diese Strukturen, mit denen wir uns hier auseinandersetzen. Wir werden uns mit Grammatiken auseinandersetzen. Mit Grammatiken kann ich Wörter erzeugen, zeige ich gleich ganz kurz. Ja? Dann führe ich einen Induktionsbeweis über die Länge einer sogenannten Ableitung. Es hat dann nichts mehr mit dem zu tun, was er in der Mathematik gemacht hat. Die Idee ist aber identisch. Ja, ich habe irgendwie einen Startpunkt und ich bin, dann laufe ich irgendwie weiter und dann laufe ich von einem zum nächsten Schritt. Und dessen Gültigkeit zeige ich und das machen wir hier halt auch. Ja, das ist vielleicht, wirkt auf den ersten Blick fürchterlich sonderbar und abstrakt, ist aber ein wahnsinnig mächtiges Instrument. Genau, Reduktion brauchen wir, aber erst im zweiten Teil später. Genau, und dann sind wir im Kapitel 3. Das ist sozusagen der eigentliche Einstieg. Das ist die Definition von formalen Sprachen. So, was sind formale Sprachen? Dazu muss ich erstmal irgendwie definieren, was ist überhaupt ein Wort? Und bevor ich das weiß, muss ich wissen, mit welchen Symbolen arbeite ich denn. Dafür definiere ich mir einfach ein sogenanntes Alphabet. Ja, wir haben irgendwie Alphabet von A bis Z und noch so ein paar Umlaute. Ja, und wir sagen einfach, ein Alphabet ist einfach eine endliche, nicht leere Menge. Ja, hier unten sind beispielsweise Beispiele. Ja, das, häufig machen wir das über dem Alphabet 01. Ja, und dann bilden wir Wörter über einem Alphabet. Ja, und wenn ich ein zugrunde liegendes Alphabet 01 habe, dann bestehen die Wörter nur aus 0 und 1. Beispielsweise die Sprache aller Wörter, die alle mit einer 1 anfangen und mit einer 1 enden. Und dazwischen darf irgendwas Beliebiges kommen. Könnte irgendwie eine Anwendung geben, wo das relevant ist. Ja? Oder das Alphabet, was irgendwie hier aus den runden Klammern besteht und dann die Operatorsymbole aus der Arithmetik. Oder ich habe sozusagen Elemente einer Programmiersprache oder. Ja, also häufig machen wir 0, 1 oder Menge AB, ABC, je nachdem, wie viele Buchstaben ich brauche. Ja, also irgendwie diese ersten beiden kommen häufig vor. Das heißt, wir haben ein Alphabet, dann definieren wir ein Wort einfach als Aneinanderreihung von Zeichen dieses Alphabets. Das steht hier. Wir haben ein besonderes Wort, das ist das sogenannte leere Wort, immer mit diesem Epsilon abgekürzt. Ja, und Wortlänge ist einfach die Anzahl der Symbole. Genau, und dann definieren wir Operationen auf Wörtern. Konkatenation, einfach aneinanderhängen von zwei Wörtern oder halt auch von beliebig vielen Wörtern. Ja, ist hier irgendwie dargestellt. Gibt es, wenn man hier draufklickt, würde jetzt das passende Video dazu kommen. Genau, und dann haben wir sozusagen, das ist schon so ein bisschen Vorgriff auf reguläre Ausdrücke. Ja, da bei diesen regulären Ausdrücken, da beschreiben wir auch gewisse Operatoren. Ja, und in diesem Fall diese Sternchen hier oben und das Plus, das sind Operatoren jetzt sozusagen auf diesem Alphabet. Sieht ganz sonderbar aus. Ist aber gar nichts Schlimmes, sondern das meint einfach, ich nehme jetzt, wenn dieses große Sigma, das steht jetzt für das Alphabet. Ja, da stehen jetzt beispielsweise die Buchstaben A, B, C drin. Ja, dann bedeutet Sigma Stern beliebig viele vorkommen, eines der Symbole ABC und das hintereinander gereiht. Ja, das ist sozusagen eine Menge von Wörtern. Ja, also beispielsweise, und der Stern heißt immer, kann man sich so vorstellen, da steht hoch 0, hoch 1, hoch 2, hoch 3, hoch 4. Ja, und wenn ich, ah, das ist echt lästig, das versuche ich jetzt mal an der Tafel zu machen, weil immer wenn ich dann wechsle zwischen iPad und Übertragung, das dauert einfach immer so lange, dann müssen jetzt die Externen einfach mal hier gucken. Muss ich gucken, was.
Wenn ich sowas da habe, dass der Stift funktioniert. Das wäre jetzt sozusagen die Menge aller Worte. Menge fängt immer mit einer geschweiften Klammer an. Und dann habe ich, wie schreibe ich das jetzt? Das ist nicht richtig. Ich schreibe das mal so. Da gehört das leere Wort immer dazu. Dann gehört dazu, will ich auch nichts Falsches anschreiben. So, wenn ich mal sage, ich habe jetzt ein konkretes Alphabet, A, B, dann gehört das leere Wort dazu. Dann gehört dazu, ich liste die einfach mal so auf. A, B, A, 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 B, A, B, B. Also sozusagen alle möglichen Kombinationen, die ich aus A und B bilden kann. Länge 0, Länge 1, Länge 2, dann kommt Länge 3, dann hätte ich A, 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 B. A, B, B und so weiter. Ne? Also sozusagen alle Möglichkeiten, überhaupt Wörter bestehend aus den Symbolen A und B zu bilden, inklusive des leeren Wortes. Und wenn ich das Sigma Plus nehme, ist fast identisch. Ich mache jetzt hier mal da ein Kreuz hin. Heißt, null oder kein Vorkommen von Zeichen aus Sigma. Ja, null Vorkommen oder beliebig viele Zeichen. Und das Plus heißt mindestens eins, aber auch beliebig viele. Ja, das heißt sozusagen das leere Wort, also das hoch null ist nicht dabei. Das wäre sozusagen hier. Wenn ich beispielsweise schreibe, auch das kann ich schreiben, Sigma hoch 2. Ja, das würde beispielsweise bedeuten, das ist die Menge aller Worte, die genau aus zwei Zeichen bestehen. Das hoch 2 bezieht sich dann immer sozusagen auf die Konkatenation, die aneinander, das Aneinanderhängen von Wörtern. Also das wäre in diesem Fall AA, AB. Eins habe ich da oben eben vergessen, B, B und B, A. Ne? Das kennen wir noch jetzt zu, habe ich eben vergessen. Ja, das wäre Sigma hoch 2. Und Sigma hoch 3 wäre halt 3. Und dann könnte ich das so schreiben. Sigma Stern ist die Vereinigung von Sigma hoch i, wobei i von 0 bis unendlich läuft, und Sigma Plus genau. So, und wenn man sich da einfach drauf einlässt, auf diesen Formalismus, ist das eigentlich auch gar nicht so schlimm und auch eigentlich relativ intuitiv, so finde ich zumindest. Ne? Genau. Das ist eine Menge, kommt da mal raus, oder eine Sprache sogar. In dem Fall verwende ich mal das eine, mal das andere, den anderen Begriff, ist aber identisch an dieser Stelle. Genau, das brauchen wir. Ja, hier Iteration eines Wortes. Ja, und wenn ich jetzt beispielsweise, das habe ich hier schon eingeführt, man nennt das auch Iteration oder hat auch einen bestimmten Begriff an dieser Stelle, Klinisch-Stern-Operator. Das kann ich jetzt auch nicht nur mit einem ganzen Alphabet machen, ich könnte auch sowas haben. Ja, wenn ich beispielsweise, das wird da eingeführt, wenn ich ein Wort W habe, bei mir immer so Alphabet, da habe ich meistens immer, wenn ich jetzt hier zwei Buchstaben brauche, nehme ich meistens immer A, B. Und wenn ich ein ganzes Wort betrachte, also eine Menge von
Symbolen aneinandergereiht. Dann nehme ich meistens die Buchstaben am Ende des Alphabetes. Ja? W steht immer für Wort. Wenn ich beispielsweise das Wort über diesem Alphabet habe, A, B, nehmen wir mal aber. Ja? Auch das kann ich wieder auf diese Art und Weise verknüpfen. Wenn ich jetzt beispielsweise hinschreibe, W2, was meint das denn in diesem Fall? Was meine ich wohl mit W2? Wenn ihr euch mal überlegt, was meinte ich hier eben? Was meinte ich hier? Was meint wohl W hoch 2? Nee. A, B, B, A, das behandle ich dann als meinen einzelnen Buchstaben sozusagen und schreibe nochmal dahinter. Genau. Das meint immer sozusagen bezogen auf die Konkatenationsoperation. Konkatenation, wenn ich zwei Wörter habe hier, nehmen wir mal, wenn ich hinschreibe, ich kann auch sowas hinschreiben, verknüpfe W mit W. Konkatenation heißt immer so ein Kringel bei mir, ja, den kann ich auch mal weglassen, wenn ich einfach hinschreibe, das wäre identisch zu WW und das wäre identisch zu A, B, B, A, A, B, B, A. Ja. Jetzt hat meine Kamera mich verloren. Track me. Kriegt er nicht mehr hin. Eigentlich sollte ich mich verstehen. Ja, tut mir leid. Geht jetzt nicht mehr. Ach, Kinders. Kriegen wir schon. Geht's auch auf? Gesundheit. So, jetzt hat er mich wieder. Wo war ich? Genau, das wollte ich rot malen. Ne? Das ist sozusagen hier. Also das kommt jetzt am Anfang ganz viel vor. Darum müsst ihr das verstehen. Das guckt euch das mal an. Das sieht vom Formalismus her vielleicht ein bisschen komisch aus. Genau, hier ist es so induktiv definiert. Ne? Dieses W hoch N plus 1 ist das gleiche wie W hoch N. Und dann schreibe ich einfach das W davor. Das brauchen wir auch, das Reverse eines Wortes. Wenn ich ein Wort umdrehe, das ist mit A, B, B, A. Blecht, wenn ich jetzt beispielsweise das Wort, nennen wir jetzt mal, nehmen wir mal das Wort V, A, B, B. Ja, und dann ist das Reverse eines Wortes einfach V. R ist gleich B. BA. Vertausche ich einfach. So, und dann reden wir von der Sprache. Jetzt haben wir so ein bisschen was zu Wörtern. Wir haben Operationen auf Wörter. Was anderes brauchen wir nicht. Wir haben die Konkatenation und wir haben sozusagen den Iterator hier. Ja, das kann ich natürlich auch mit I machen. Ja, W hoch I ist gleich A, B, B, A. Eins, zwei, I, Index und runter. Ja. So, das sind Wörter, Operatoren auf Wörter und dann haben wir Sprachen. Und Sprache ist nichts anderes als eine Menge von Wörtern. Ja, wenn ich beispielsweise, so wie ich es hier habe, das ist die Sprache aller Wörter, bestehend aus zwei Zeichen über dem Alphabet AB. Ja, aber eine Sprache. Muss man sich darauf einlassen. Wörter, Sprache. Dann können wir Operationen auf Sprachen definieren. Wenn man sagt, so, ich habe zwei Sprachen, nehmen wir wieder als Alphabet. A, B. Und ich habe eine Sprache L1. Da sei jetzt mal die Menge aller Wörter. Nehmen wir mal eine endliche Sprache, die wir da gerade hatten. A, 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 B. B, 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 A. Und wir haben L2.
Dann nehmen wir mal. Machen wir mal. Ganz konkret. Jetzt kann ich sagen, ich habe hier die Konkatenation von Wörtern gehabt und wir können auch Sprachen konkatenieren, miteinander hängen. L1, L2, was ist das wohl? Was ist L1? Ist eine Sprache, endliche Sprache. Und L2. Was ist L1 konkatenieren mit L2? Das hintereinander hängen. Andere Vorschläge? Nee. Keine Vereinigung. Das meint einfach, nimm ein Wort aus L1, nimm ein Wort aus L2 und verknüpfe die so. Das heißt, wir würden jetzt einfach alle Kombinationen bilden. AA ist sozusagen der Kandidat aus L1. Und gucken uns an, welches Wort aus L2 können wir dahinter hängen. Das heißt, wir hätten dann, ich mal den mal ganz kurz da so dahin. Den würde ich dann später eigentlich nicht mehr hinschreiben, weil er einfach dörn ist. Ne? Kombinationsoperator kommt dann weg. Das meint also AA aus L1. Das ist aus L2. Und da bilde ich jetzt alle Kombinationen. Das heißt, wir hätten AA, AAB, der und der. Und dann kommt, nehmen wir den. AB, A, AB, B, 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 A und BBB. Und B, A, A und B, A, B. Ja? Das heißt, da mache ich eine Operation auf Mengen. Ja? Nimm eins aus der einen Menge. Nimm eins aus der anderen Menge und verknüpfe die so, wie ich es hier dargestellt habe. Genau, und das Gleiche hätten wir dann, wie ich es hier auch schon gemacht habe. Das steht dann hier. Wenn ich das Ganze iterieren möchte, ja, das schreibe ich jetzt nicht nochmal an. Ich habe mich schon wieder verloren, die Kamera. Löspaddel. So, jetzt aber. Hallo. Ja, also hier eine Iteration einer Sprache, L hoch 0, L hoch n definiere ich oder L hoch n plus 1. Ja, L hoch 0 ist immer leere Wort. Und L hoch, guckt euch das an, L hoch 2, wer ist, nee, genau, L hoch 2 wäre das hier sozusagen, L mit nochmal L. Das wäre sozusagen dieses Ding hier. Da würde ich das Wort. Ein Wort aus der einen Sprache nehmen, ein Wort aus der anderen Sprache und dann einfach. Dann kann ich das erweitern auf L hoch Stern, ja, genauso wie wir es hier unten auch gemacht haben. Genau. So, und dann gibt es da noch Beispiele zu. Es gibt auch Aufgaben dazu. Begriff Abzählbarkeit, Nummerierung. Genau, hier sind noch so ein paar Beispiele. Wenn das vielleicht bei irgendwelchen vereinfachte Grammatik, um deutsche Sätze zu erzeugen, kann ich irgendwie zeugen. Genau. Das, merke gerade, das ist eigentlich gar nicht gut, dass das so da steht. Eigentlich ist das viel besser, das hier vorher zu haben. So, also das sind Sprachen. Das müsst ihr können. Guckt euch das an. Ansonsten geht er morgen einfach durch das Übungsblatt durch. Ich bin hier. Könnt ihr da nochmal, können wir das nochmal andiskutieren. So, dann Grammatiken. Das ist sozusagen die Grundlage einer formalen Sprache. Wir reden von formalen Sprachen als Sprachen, die mit Hilfe von Grammatiken erzeugt werden können. Was ist eine Grammatik? Eine Grammatik besteht aus vier Elementen: VTRS. V steht für Variablen oder Non-Terminals, T für terminale Zeichen. R für Regeln und wir brauchen ein Startsymbol. Und ehe wir das jetzt lang und breit diskutieren, mache ich mal ein einfaches Beispiel. Und zwar das hier. Da definiere ich eine Grammatik. Und zwar bestehend aus einer Variablen s. Die Menge der terminalen Zeichen ist AB. Ne? Erkennt ihr hier wieder? Verwende ich gerne. Dann Regelmenge S, dann kommt immer so ein Pfeil,
Da haben wir immer eine linke Seite einer Regel und die rechte Seite einer Regel. Und der Grundgedanke ist, dass ich, wenn ich so ein Wort habe, was ich dann, ich baue gleich immer länger werdende Wörter auf, dass ich dann immer sozusagen diese großen Symbole ersetze durch das, was wir hier auf der linken Seite stehen haben. Hier sind zwei Regeln definiert. S geht über nach A ist B und dieser Strich hier, senkrechte Strich, das meint oder. S geht über nach A ist B oder nach Epsilon. Und wir haben eine Startvariable S. So, was macht man mit einer Grammatik? Man erzeugt Wörter. Wörter erzeugt man mit einer Ableitung. Und eine Ableitung sieht wie folgt aus. Ich starte immer mit der Startvariablen S. Ja? Und dann gucke ich, welche Regel kann ich jetzt anwenden? Ich kann hier zwei Regeln anwenden. Ich kann die Regel S geht über nach ASB anwenden. Das tue ich hier. Ich ersetze dieses S mit Hilfe dieser Regel. S steht auf der linken Seite. Jetzt ersetze ich dieses S durch die rechte Seite der Regel. Das heißt, S wird ersetzt durch ASB. Wir wollen Wörter erzeugen, die nur aus diesen terminalen Zeichen bestehen. Das ist der Grundgedanke einer Grammatik. Ja, das mache ich jetzt. Solange ich noch Variablen da drin habe, sind wir mit der Ableitung noch nicht fertig. Das heißt, ich wende jetzt hier ein paar Mal diese Regel an. S geht über nach ASB. Ja, und zwar wende ich das hier an. Hier dieser Doppelpfeil oder dieser Pfeil mit zwei Strichen, der meint immer, ich wende jetzt eine Regel an. Ja, S geht über nach ASB. Jetzt wende ich auf dieses S hier, wende ich wieder diese Regel an. Ersetze sozusagen dieses S wieder durch ASB. Dieses A hier, das äußere A, geht nicht so gut mit dem Draufklicken. Also dieses A hier ist das A, was ich im Schritt vorher schon erzeugt habe. Dieses zweite A kommt jetzt durch die erneute Regelanwendung. Diese Regel nochmal. Dieses S hier in der Mitte wird ersetzt durch ASB. Das ist dieses A, das S, das B. Und im letzten Schritt wende ich jetzt die letzte Regel an. S geht über nach Epsilon. Epsilon, leere Wort. Da verschwindet das S einfach. Und was haben wir? Wir haben ein terminales, ein Wort nur bestehend aus terminalen Zeichen. Und jetzt kann ich keine Regel mehr anwenden, weil ich kein großes S mehr habe. Wir werden später Grammatiken haben, da haben wir mehr als nur S als Variable. Gibt es unten sicherlich gleich Beispiele. Genau, hier ist es ja nochmal beschrieben. Sehe ich jetzt hier gerade. Genau, hier ist nochmal genau beschrieben, welche Regel ich hier wie anwende. Genau. Und wenn ich dann mehrere Schritte auf einmal mache, dann mache ich das auch mit so einem Sternchen als Abkürzung. Das ist der Sinn und Zweck von Grammatiken. Ein Grund, warum wir aufgehört haben. Wir hätten hier Nö, gespannt arbeiten können. genau. Da wird es häufig die Frage sein, welche Regel kann ich überhaupt erzeugen? Entschuldigung, welches Wort kann ich überhaupt erzeugen? Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie, später möchte ich dann gerne wissen. Nehmen wir genau dieses Beispiel hier. Und ich kriege jetzt ein Wort, das schreibe ich mal hier hin. Zwei Beispiele. So, ich habe ein Wort wie 1. So, und wir können jetzt fast, das habt ihr jetzt schon fast verstanden, wie das funktioniert. Wir sehen fast auf Anhieb, das Wort werde ich wohl erzeugen können. Ja? Ich habe 5 mal A, 5 mal B. Ja, und diese Grammatik, was macht die? Naja, die erzeugt für jedes A, was ich erzeuge, erzeuge ich auch ein B. Und ich kann auch die Reihenfolge nicht vertauschen. Offensichtlich sind das alle Wörter, die ich erzeugen kann, sehen irgendwie so aus. A hoch I, B hoch I. Ja? Und wenn ich da jetzt scharf drauf gucke, oh ja, das will ich erzeugen können. Das Wort werden wir nicht erzeugen können. Ja? Ich könnte euch das jetzt als Aufgabe geben. Versucht mal mit dieser Grammatik dieses Wort zu erzeugen. Und sagen, ja, klappt nicht. Klappt nicht. Warum nicht? Weil ich irgendwie mit den Regeln komme ich da nicht drauf. Ne? Und das wird, jetzt sehen wir das. Einfache Grammatik. Aber später sieht man das vielleicht gar nicht. Ne? Dann habe ich irgendwie 27 Regeln und dann sehe ich nicht sofort, ob ich das erzeugen kann oder nicht. Ja, und das wird später eine Aufgabe sein. Das ist ja die Aufgabe von einem Compiler. Stellt euch vor, das ist Element aus einer Programmiersprache. Ja? Da wird das Wort später
wird im Prinzip ein Programm sein, C-Programm oder ein Java-Programm oder was auch immer. Und ihr wollt wissen, ist das ein syntaktisch korrektes Wort? Ja, und das ist sozusagen die Idee. Ist das ein syntaktisch korrektes Wort? Ja, das ist es. Genau dann, wenn ich ausgehend von dem Startsymbol das Wort erzeugen kann. Und das wäre halt dann in diesem Fall sozusagen fehlerhaftes Wort. Ja, und wenn ich jetzt sage, steht hier unten, was ist die erzeugte Sprache einer Grammatik? Also mit einer du hast ja gerade gefragt, ja, warum höre ich da jetzt auf? Ja, uns interessiert letztendlich die Sprache insgesamt, die ich mit Hilfe den Regeln dieser Grammatik erzeugen kann. Ja, auch das definieren wir hier als Sprache. L von G ist die Menge aller Worte über T-Stern. T waren unsere terminalen Zeichen. Ja, für die gilt, es gibt eine Ableitung in der Regelmenge von G, ausgehend vom Startsymbol zu diesem Wort. Ja, also beispielsweise dieses Wort, das wäre jetzt Element aus der Grammatik und dieses Wort ich nicht in der Sprache. Ja. Und damit werden wir uns halt irgendwie beschäftigen. Ja, welche Wörter oder welche Sprachen sind das überhaupt? Ja. Genau, und zwei Grammatiken heißen äquivalent, genau dann, wenn sie dieselbe Sprache definieren. Ich könnte jetzt beispielsweise auch eine Grammatik definieren. Ein einfaches Beispiel, ja. Besteht aus den Regeln T geht über nach A, T, B oder T geht über nach Epsilon. Ja. Ist jetzt erstmal unterschiedlich zu dieser Grammatik. Ja, weil hier verwenden wir S als Symbolik oder als Variable. Ja, und die Bezeichnung der Variablen ist völlig egal, sieht man daran schon. Weil es kommt nur darauf an, was sind die Wörter, die ich später mit dieser Grammatik erzeugen kann. Ich habe jetzt die anderen Elemente der Grammatik hingeschrieben, ich habe jetzt nur die Regeln hingeschrieben. Ja. Und sozusagen die Menge der Wörter, die ich durch diese Grammatik hier erzeugen kann, ist identisch zu der Menge der Wörter, die ich mit dieser Grammatik erzeugen kann. Ja, dieses T ist völlig egal, wie das heißt. Ich könnte es auch Paula nennen. Ja, man macht häufig, oder ich mache das zumindest immer so, ich verwende große Buchstaben für die Variablen, kleine Buchstaben hier oder Zeichen, Zahlen oder sonstige Zeichen für die terminalen Zeichen. So, und jetzt kann man noch, das machen wir dann, sind wir auch gleich durch für heute. Na, hier sind Beispiele, genau. Und hier ist beispielsweise auch mal so ein Beweis, guckt euch das durchaus mal an, dass man sagt, die Menge der Wörter, die ich mit dieser Grammatik erzeugen kann oder mit der, die wir da eben hatten, das ist genau diese Sprache hier. Die Sprache bestehend aus A hoch N, B hoch N, wobei N aus N0 ist. Ja, hier ist ein Beweis, auch Induktionsbeweis, letztendlich hier über die Länge einer Ableitung. Wir haben gerade eine Ableitung hier gemacht, was wir hier hatten. Das ist eine Ableitung. Ja, das, was wir hier gemacht haben, ist eine Ableitung mit Hilfe der Regeln der Grammatik. So, Gleichheit von Mengen, was Allgemeines. Genau, und dann haben wir unterschiedliche Grammatiken. Und ihr müsst jetzt, glaube ich, in dem ersten Übungsblatt müsst ihr nur, bin mir nicht ganz sicher, ob die Kontextfreien auch dran schon dran kommen. Auch das sieht wieder fürchterlich aus, das Ding hier. Also wir haben unterschiedliche Grammatikentypen und die besagen was über diese Regeln. Die einfachste Regel oder Menge von Regeln ist die Menge der rechtslinearen Grammatiken. Das sieht so aus. Liest sich wie folgt. Für alle Regeln P geht über nach Q, gilt, also für alle Regeln aus der Regelmenge, für die Regel P geht über nach Q aus der Regelmenge, gilt. P ist eine Variable, also hier auf der linken Seite steht eine einzelne Variable und rechts das Q, das ist entweder, was steht jetzt, T Stern, irgendein Wort bestehend aus terminalen Zeichen, vereinigt mit ein Wort aus terminalen Zeichen mit mindestens Wortlänge 1. Ja, hier könnte auch stehen, wir hatten eben diese Regeln. Das ist ja hier identisch zu T geht über nach A, T, B oder die Regel T geht über nach Epsilon. Ja. T hoch Stern
enthält das Epsilon, haben wir eben gehabt. Oder wir haben hier auf der linken Seite ein beliebiges terminales Wort, mindestens Wortlänge 1 und eine Variable. So, und jetzt die spannende Frage. Wer kann es schon erkennen? Ist das eine rechtslineare Grammatik? Weiß, das ist ganz schön viel heute, merke ich gerade, dass das schon ganz schön viel ist. Wenn das jemand von den externen Teilnehmern oder Teilnehmerinnen sagen kann, dann bitte einfach reinsprechen. Ist die Grammatik bestehend aus den beiden Regeln? T geht über nach A, T, B oder T geht über nach Epsilon? Ist das eine rechtslineare Grammatik? Der rechte Teil mit T plus V ist dadurch erfüllt, dass T übergeht zu ATB und das andere T-Stern ist das Epsilon, würde ich so sagen. Andere Meinung. Lassen wir erstmal so stehen. Das ist bei den Typ 1 Sprachen so, bei den beschränkten Sprachen haben wir noch nicht. Also das A und B sind ja die Terminalen, das sind Wörter, die kommen aus T plus oder T Stern. Ja. Und die Variable ist das T. Und Epsilon ist ja auch eine Menge, deren Menge. Jetzt habe ich mich gefragt, ist es rechtslinear oder ist es nicht rechtslinear? Also zweimal ja, einmal nein, wobei die Begründung falsch war. Trauen Sie. Ist nicht rechtslinear. Warum ist es nicht rechtslinear? Rechtslinear heißt, alle Regeln haben die Form. Links steht eine Variable. Das ist erfüllt. Ja? Können wir Haken dran machen. Rechts steht entweder ein Wort besteht nur aus terminalen Zeichen, ist hier erfüllt, hier nicht. Oder rechts steht etwas, T plus und dann einmal V. So, das ist im Prinzip wieder Konkatenation von Mengen. Die Menge V in diesem Fall ist besteht aus Groß T. Das ist die eine Menge. Die Menge T plus, das ist die Menge aller Wörter über, was haben wir hier, AB, ne? Mindestens ein Zeichen. Ich male die mal wieder so hin. A, B, B, B und A, A, A und so weiter und so fort. So, und das ist auch wirklich scharf zu lesen. Das heißt, wir haben erst eins hier raus und dann einmal V. Und da haben wir was anderes. Da haben wir ein T. Das ist aus T. Entschuldigung, aus. Das ist jetzt gemeint von mir gewesen, ehrlich gesagt. Ne, weil sozusagen Menge der terminalen Zeichen und die Variable heißen hier jetzt gleich. Das verwirrt natürlich. Darum mache ich hier mal gerade ein S draus. Dann schreibe ich die nochmal hin. Ja. Gleiche Grammatik, nur mal jetzt mit S. Und dieses T meint jetzt die Menge der terminalen Zeichen. T selbst ist. So, und wenn da steht T plus V, dann meint das, dann darf ein Wort hier kommen. Also T plus V heißt in diesem Fall, wir nehmen jetzt irgendwie eins hier raus. Ja, wir wählen uns eins aus, sage ich mal, und dann kommt genau eine Variable davor. Das kann nur das T sein. So, und was haben wir hier? Entschuldigung, S haben wir ja gehabt. Ja, hier steht aber das S in der Mitte. Das ist entscheidend. B weglassen würde. Genau. Also wenn ich das B weglassen würde, wenn ich das weglassen würde, dann hätte ich eine rechtslineare Grammatik. Und das ist sozusagen. Das ist ein ganz einfaches, simples Beispiel, aber genau diese Grammatik, die fällt dann in die Klasse der kontextfreien Sprachen.
Mit kontextfreien Sprachen heben wir das ein bisschen auf. Hier sagen wir, linke Seite wieder eine Variable und rechts darf jetzt irgendwas Beliebiges stehen aus V vereinigt T und das Ganze gesternt. Also irgendeine beliebige Kombination von terminalen Zeichen und Variablen. Also das ist sozusagen Kandidat dafür. Und dieses Ding hier, diese Sprache, A hoch N, B hoch N, die wir hier hatten, mit dieser Grammatik erzeugen, das ist sozusagen der Grund, das Grundgerüst für Programmiersprachen. Warum ist das das Grundgerüst für Programmiersprachen? Hat da irgendjemand eine Idee? Wenn ihr programmiert, nehmen wir mal Java, C oder nehmen wir mal C oder C++, irgendeine Programmiersprache, dann habe ich ja häufig diese Blockstruktur. Ne? Ich mache irgendwie if-then-else beispielsweise. Ne? So, if-Bedingung, then geht quasi ein Block auf und dann muss ich den Block irgendwie wieder beenden. Ja? In jeder Programmiersprache habe ich da irgendeine Begrifflichkeit als Wort oder ich habe irgendwie Klammern, geschweifte Klammern und dann kommt else und kommt wieder ein Programmierblock. Und das ist sozusagen das Grundgerüst von so einem Block. Ja, und diese Blöcke, die sind ja immer symmetrisch. Es geht ein Block auf und es geht wieder ein Block zu. Es geht wieder ein Block auf und geht ein Block zu. Und die Blöcke können niemals so kreuz und quer durcheinander gehen. Ja, sozusagen, ich kann Blöcke zwar schachteln, aber ich kann die nicht sozusagen so vermixen. Ja, und das, was mache ich mit dieser Sprache? A ist quasi Klammer auf, Block fängt an, B hört auf. Und ich kann jetzt einen Block da reinschachteln, das haben wir eben gemacht, indem ich hier oben, habe ich es gehabt? Hier. Ableitung, ja? Sozusagen, Block geht auf, Block geht zu. Und innerhalb dieses Blockes, das äußere AB ist genau das AB, was ich hier habe, mache ich wieder einen Block auf. Ja? Verschachtelte If-Anweisung. Nochmal verschachtelt, nochmal verschachtelt. Ja, das ist sozusagen das Grundgerüst für so eine Art von Programmiersprachen. Und dazu brauchen wir, das kriegen wir nicht mit einer rechtslinearen Grammatik hin. Das werden wir noch lernen. Also mit dieser Art von Grammatik, mit diesen Regeln, wo ich sozusagen am Ende immer eine Variable habe, das S hier weg, B hier weg ist, das ist rechtslineare Grammatik und das wäre eine kontextfreie Grammatik. Um sowas machen zu können, erkennen zu können, brauche ich mindestens kontextfreie Grammatik. Dann gibt es noch weitere kontextsensitive und beschränkte Grammatiken. Das ist das mit der Länge. Beschränkte Grammatik, rechte Seite ist immer größer als die linke Seite oder größer gleich. Die kommen später. Ja, und was wir dann relativ schnell sehen werden, ich hatte eben diese, wir haben ja noch 2 Minuten. Hatte eben diese Chomsky-Hierarchie da schon mal gemalt. L3 ist die Menge aller Sprachen, die ich mit Hilfe von rechtslinearen Grammatiken erzeugen kann. L2 ist die Menge aller Sprachen, die ich mit kontextfreien Grammatiken erzeugen kann. L1, das ist dann die für kontextsensitive und beschränkte Sprachen. Die beiden fallen zusammen. Kontextsensitiv und beschränkt, die fallen später zusammen, auch wenn sie jetzt unterschiedlich formuliert sind. So, das braucht ihr jetzt noch nicht. Ihr müsst jetzt auf dem ersten Blatt müsst ihr das hier oben machen, mit diesen ganzen Wörtern und Sprachen und sowas und Mengenkonkatenationen. Und ich glaube, ihr müsst auch schon was mit den elementaren Grammatiken machen. Das machen wir dann morgen in der Veranstaltung. Fragen soweit? Gut, die Kamera hat mich wieder verloren. Die muss, glaube ich, mal irgendwie. Semester fängt doch gerade erst an. Das tut mir leid. Ja, dann Dankeschön und dann sehen wir uns morgen. Und dann wünsche ich euch allen gutes Semester und uns auch zusammen sozusagen.